bin die Ronja Klasen, ich komme aus dem schönen Köln-Rösrath und ich mache heute mit dem Tim die Hausleitung. Ich bin Tim Michels, 19 Jahre alt und komme aus Hamburg-Eidelstedt und werde heute mit Ronja den Chef spielen. Man hat halt was Großes vor sich und das soll ein Hammertag werden und es sind ja eigentlich nur positive Dinge, die jetzt vor uns liegen. Also es ist positiver Stress und damit kann man, denke ich, immer besser umgehen. Hier ist gerade die Kochmütze und ich versuche jetzt mal zu gucken, wie die Lage gerade ist, da die jetzt für ca. 300 Personen kochen müssen und das muss ja auch alles glatt laufen. Deswegen checkt einmal die Lage und hofft, dass alles gut läuft. Morgen. Morgen. Schon gleich 9 Uhr. Schafft ihr alles? Wir schaffen alles. Wir sind top motiviert, alle wissen Bescheid, alle Posten stehen. Ich bin Isa Fesala, ich komme aus Schöneberg, bin jetzt im dritten Lehrjahr zur Ausbildung zur Köchin und habe heute hier die Verantwortung in der Küche. Ich habe mich entschieden, bei Höfner zu arbeiten, zum einen wegen der schönen Arbeitszeiten, die für Köche echt angenehm sind. Und zum anderen auch, nachdem ich hier Probearbeiten war, habe ich gemerkt, die Leute sind super offen, super freundlich und es macht Spaß, hier zu arbeiten. Ich glaube, bei Höfner kann man auch viel schaffen. Ich kenne viele von den Küchenleitern hier, die als Azubis angefangen haben. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten, hier aufzusteigen und auch weiter hier zu arbeiten. Ja, die Küche hat ja nicht als einziger Stress. Ich glaube, in der Deko ist auch ordentlich was zu tun. Die müssen alles umgestalten, Schilder neu aufhängen, überall Plakate, Werbung, alles schick machen. Die werden auch ordentlich zu tun haben. Ja, also ich bin Jenny, komme aus Höfner aus Dresden. Ich bin Matthias und komme auch von Dresden. Ja, wir sind heute für den Werbewechsel zuständig und sind gerade an den Tackernschildern dran, aber wir müssen jetzt auch schon los, weil wir zu den Haarfotoshooting müssen. Das Höfner-Haar versuchen wir nachzustellen und die Azubis sollen sich alle in einer Reihe aufstellen und genau dann das Haar damit bilden. Es ist gefühlt das halbe Lager voll und jetzt müssen wir uns erstmal gleich versuchen, alle in das Haar zu quetschen und das Bild auch ordentlich hinzubekommen. Ah, ich bin ein bisschen nervös, ja, weil so viele junge Menschen hier sind und hoffentlich klappt das alles, aber ich glaube schon. Nee, nicht verstecken, habe ich genau gesehen da hinten. Das macht was her. Spektakulär. Oh! Alles klar, und nochmal. Ich bin Julia, ich komme aus Hannover und kümmere mich um die Social-Media-Kanäle von Höfner. Es läuft bis jetzt alles super, wir haben schon einiges gepostet und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass die Azubis den Tag rocken werden. Jetzt bitte nochmal alle Leute, die verfügbar sind, hier auf die Fläche, um die Kunden zu begrüßen. Also es ist tatsächlich jetzt ein bisschen stressig, weil halt schon viele Kunden vorm Haus stehen und wir deshalb jetzt vorzeitig öffnen. Deshalb trommeln wir jetzt gerade alle Leute zusammen, weil wir die Kunden mit einem Applaus begrüßen wollen. Ich hoffe, Sie hören mich da oben alle. Ja, okay, super. Was kann ich Ihnen heute mitgeben? Jugend schützt nicht vor Verantwortung. Ja? Und diese Verantwortung geben wir Ihnen heute in die Hand. Ganz offiziell, Tim. Wir haben die Macht, ja? Zwei Getränkegutscheine für Sie, ja? Bitte schön, sehr schön. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, ja? Nicht müde werden, ne? Weiterklatschen. Nicht müde werden, weiterklatschen. Läuft super, die Kunden strömen jetzt hier rein. Das ist übrigens meine Abteilungsleitung Boutique heute. Schönen guten Tag. Ah, und die stützt mich jetzt gerade ein bisschen, weil das war jetzt natürlich eine ganz schöne Aufregung. Aber ich glaube, es kam gut an. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß nicht, kam es gut an? Es kam gut an. Sie darf ja jetzt auch nichts anderes sagen. Mega geil, ihr habt gehört. Also kommt bis 18 Uhr noch vorbei. Ich bin heute hier als Reporter von Energy Berlin und gucke mir das Ganze quasi an, wurde auch eingeladen und ich bin echt mega erstaunt, glaube ich. Also ich habe mega Respekt vor denen. Ich glaube, ich würde mich sowas niemals trauen. Ich meine, 300 Auszubildende sind es ja, glaube ich, ne? Ja. Und aus ganz Deutschland, man kennt sich ja jetzt untereinander, glaube ich, auch nicht so sehr. Also man lernt ja auch neue Leute kennen und dann Anweisungen zu geben, ich weiß nicht, ob ich das so besonders könnte. Also ich habe echt Respekt. Das ist doch das beste Praxiswissen, was man sich mit, sage ich mal, aneignen kann, den direkten Verkauf und
Daher finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Weil man ist mal so komplett auf sich alleine gestellt und kann halt mal probieren, wie es so ist, wenn man dann auch später mal ausgelernt ist. Also eigentlich ganz cool so, ja. Also wir sind auch gerade selbst aus der Ausbildung halt auch raus und es war wirklich, also ist eine schöne Sache. Wir hatten sowas nicht in der Ausbildung, deswegen ist es eigentlich schon sehr, sehr praktisch, weil doch, da lernt man nochmal ein bisschen selbstständig zu arbeiten. Das ist doch mal ganz, ganz hervorragend eigentlich, das Konzept, ja. Was sind für dich jetzt die Herausforderungen hier, gerade bei diesem Gespräch? Die Herausforderung, die Vorstellung vom Kunden einfach umzusetzen. Der nicht so richtig Vorstellungen hat. Ja, das macht schon Spaß. Also wenn man sowieso in der Dekoration arbeitet, dann hat man schon Spaß dabei, mit den Kindern zu basteln. Wie wichtig ist denn das, dass die Kinder hier auch versorgt sind im Haus? Sehr wichtig. Sonst ist es ja ziemlich langweilig, wenn die Eltern Möbel kaufen und die Kinder müssen sich ja irgendwie beschäftigen. Und wenn wir mit den Kindern basteln, dann haben sie ja, glaube ich, schon Spaß. Oder? Macht schon Spaß? Ja? Das ist schön. Schön, dass die jungen Leute auch mal dann so die Verantwortung übernehmen. Die waren sehr nett, sehr höflich, haben geholfen. Super, macht ihr gut. Finde ich gut. Also zum einen eine super Idee, das auch so umzusetzen, vor allem in dem großen Rahmen, das irgendwo hier mal überhaupt hinzubekommen, ist, finde ich, schon was Gutes. Und ich finde, es zeigt auch, dass Höfner viel ermöglicht. Und ist vielleicht, denke ich, auch gut für andere zu sehen, okay, Höfner ist ein guter Ausbildungsplatz, man kann da viel machen und man kann viel erreichen. Finde ich super. Hallo. So. Was ist jetzt los? Es gab noch einen Kunden, der wollte noch einen gewissen Rabatt, den die Abteilungsleiter aber so nicht geben dürfen. Deswegen hatten sie mich jetzt nochmal gefragt, ob ich das so klären kann. Und das habe ich dann jetzt genehmigt. Es war noch in der Preiskategorie, die akzeptabel ist. Und deswegen machen wir das jetzt. Du musst in den Wagen reinpassen. Mit der Verpackung ist es ein bisschen breiter als sonst. Wussten Sie, dass heute nur Azubis in den ganzen Laden gerockt haben? Wie finden Sie das generell so? Man muss sich auch lernen, ne? Jetzt haben wir es. 18.05 Uhr. Und jetzt sind die letzten Kunden an der Kasse und der Tag nimmt jetzt, was den Verkauf angeht, so langsam sein Ende und wir sind alle geschafft, aber sehr glücklich. Was passiert hier gerade? Hier passiert quasi die Endauswertung und da gucken wir jetzt gerade, wie viele Kunden hatten wir da, auch im Vergleich zu dem anderen Haus, was mit uns auf hatte und wie war so der Umsatz? Es ist auf jeden Fall positiv gelaufen, obwohl halt viele dachten, dass es halt, weil wir etwas weniger Kunden hatten als letztes Mal, dass es nicht ganz so gut läuft. Wir sind aber mit dem Ergebnis sehr zufrieden, haben unsere Vorgabe getoppt. Na, letzte Glas befüllt. Ja. Jetzt wird gleich die Auswertung stattfinden mit den ganzen Azubis aus dem Haus. Und dann wird natürlich auch noch angestoßen auf den heutigen erfolgreichsten Tag. Ein Hammertag geht zu Ende. Endlich, ne? Also ich würde mal sagen, es war für beide ziemlich stressig. Ja. Die Telefone haben ziemlich viel geklingelt. Aber ich denke mal, wir haben das beide ziemlich gut hingekriegt. Und jetzt sind wir froh, dass der Tag vorbei ist. Wir alles geschafft haben, was zu erledigen war. Und jetzt können wir uns einfach zurücklehnen. Absoluter Hammer, dass man überhaupt so eine Chance bekommt. Also kann man irgendwie auch noch gar nicht so richtig realisieren. Und ich denke, so der ganze Stress, die ganze Aufregung und alles, das wird dann jetzt auch so langsam abfallen. Und dann realisiert man das erst, dass man so ein Haus geleitet hat. Das ist doch mal was ganz Tolles. Ich lasse meine Auszubildenden auch arbeiten.